Die 57. Minute, Standards des FSV von Daniel Becker, immer brandgefährlich. Doch hier lässt er Ian Kroh den Vortritt. Der Innenverteidiger mit einem perfekt getretenen Freistoß. Es ist seine dritte Saison in Luckenwalde und sein erstes Tor. Zweite Hälfte, Dombrova bleibt am Ball. Lock über die rechte Seite mit Fufak und da ist Jamal Ziane. Erste ernsthafte Aktion vom Topstürmer von Lok, sein viertes Saisontor. Er, der beste Torschütze seines Teams. Die Abnahme ist sensationell. Keine Chance für Zichos. Wie schnell der war, sieht man hier. Die 52. Minute, Tolzai Zigerci. Und es steht 5:1. Kurze Ballmitnahme und ab dafür. Nichts zu halten für Jean-Marie Plath. Weiter der GFC mit Innenverteidiger Sanin auf Benjamina. Der nimmt das Ding direkt und trifft bei seiner Premiere 1:0. Letzte Saison, dritte Liga mit Viktoria, 5 Treffer erzielt. Jetzt sein erster für den GFC. Anspruchsvolle Abnahme. Kind sich im Tor, vielleicht einen Moment zu spät abgetaucht. Die 17. Minute. Fuchs auf Gänzel. Opfermann vor Çakmak. Und dann fasst sich Danko ein Herz. Aus über 25 Metern. 0:1 Babelsberg. David Danko nimmt hier Maß. Ein perfekter Abschluss. Aufsetzer auf nassem Geläuf. An den Innenpfosten. Unhaltbar für Albers.